Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks. Mein Name ist Anja Kanzler. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für pädagogische Fachkräfte in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Ja, der Titel der heutigen Folge ist Kratzen, Beißen, Hauen. Und es wird darum gehen, wie wir Erwachsene ja dieses Verhalten der Kinder erstmal ein Stück weit besser verstehen können und auch dann hilfreich damit umgehen können. Und mein Gast ist heute Sabrina Dittmann. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen und vielleicht stellst du dich gerade mit ein paar Worten selber vor. Ja, sehr gerne. Hallo Anja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich ja, mit dir heute über dieses spannende Thema sprechen darf. Ja, ich bin Sabrina Dittmann. Ich bin Diplompsychologin und arbeite als Fortbildnerin und Supervisorin, ja, so wie du, mit pädagogischen Fachkräften. Und da geht es vorwiegend eben um solche herausfordernden Situationen, sowohl im Gespräch als auch konkret im Konflikt. Und außerdem bin ich auch noch als externe Beobachterin in Kindertagesstätten unterwegs, wo ich eben die pädagogischen Fachkräfte in der Arbeit beobachte und dann mit ihnen ins Gespräch darüber gehe, was klappt gut und was ist hilfreich und wo kann man vielleicht nochmal das ein oder andere ausprobieren. Ja, in aller Kürze ist das. Gut, wunderbar. Ja, also ich habe ja gerade eben schon gesagt, wir wollen heute über Kratzen, Beißen, Hauen sprechen. Und ich denke, auch du kannst das in der Praxis immer mal wieder beobachten, dass es Kinder gibt, die dieses Verhalten halt mehr oder weniger verstärkt dann auch zeigen. Und ja, die Frage ist ja so ein bisschen, warum ist das eigentlich so und was möchten die Kinder vielleicht auch damit zum Ausdruck bringen? Ja, das ist eine tolle Frage. Warum ist denn das eigentlich so? Und mir ist so der Gedanke gekommen, dass wir die gleiche Frage stellen könnten: Warum ist es eigentlich so, dass Erwachsene sich streiten? Also, das ist sozusagen der gemeinsame Nenner da aus meiner Sicht, nämlich, dass sehr unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Pläne aufeinandertreffen. Und nun kann man sich ja fragen: Warum beißen, kratzen, hauen wir Erwachsenen denn nicht? Und naja, das liegt in der Regel daran, dass wir schon gelernt haben, die Konflikte, die wir haben oder unsere Wünsche, die wir haben, auf andere Weise eben zu äußern. Also wir sind in der Lage, bestimmte Dinge zu formulieren. Wir können darüber sprechen, was wir wollen. Das können viele Kinder, junge Kinder noch nicht in dem Maße. Wir können mehr oder weniger gut auch zum Beispiel körperlich signalisieren, stopp. Hier ist meine Grenze, hier geht es nicht weiter. Das fehlt Kindern entwicklungsbedingt noch. Wir sind oft schon in der Lage zu überlegen, in der Situation, ich will dieses, möglicherweise will der andere jenes und diese Überlegung mit zu berücksichtigen, in dem, wie wir handeln. Und das können Kinder im Alter von 2 bis 4 in der Regel noch nicht so gut. Was sie aber sehr gut spüren, ist, ich will das. Ja? Also das können sie in der Regel sehr gut. Und Ja, da oder im umgekehrten Schluss, ich will das nicht, ne? Also. genau. Und sozusagen diesen Spagat oder diese Lücke sozusagen zwischen dem, was ich will und nicht will, und dem, wie kann ich das im Kontakt mit anderen mitteilen? Ja, das wäre der Grund dafür, dass eben Kinder da häufiger auffallen durch diese sogenannten aggressiven Verhaltensweisen oder sagen wir mal körperliche Strategien der Konfliktlösung, wie kratzen, beißen, hauen, schubsen, Haare ziehen. Ja, so. Ja, also jetzt hast du ja schon gesagt, also das tritt teilweise in Konflikten auf, aber es gibt bestimmt auch noch viele andere Auslöser, die warum Kinder dann dieses Verhalten auch zeigen. Ja.
Da denke ich spontan an eine Situation, die ich tatsächlich mal in einer Kita auch erleben durfte. Die Räume waren sehr eng beieinander. Die Kinder sollten aus dem Spielraum in den Waschraum gehen. Und da war wirklich baulich bedingt auf einmal ein Gemenge von Kindern. Das hat mich als Erwachsene schon schwer irritiert. Und ja, so schnell konnte man tatsächlich nicht gucken. Da wurde ein Kind gebissen. Also gerade dieses, ich gerate in Bedrängnis, ja, und will hier raus aus diesem Wust von Kindern, aus dieser Menge von Kindern. Das ist ganz häufig ein Grund, der zu Beißen führt, ja, zu solchen Strategien. Dann, was viele Fachkräfte berichten, wo sie oft sagen, ja, das war ohne Grund, aus dem Nichts. Ja, zwei Kinder spielen da und dann sieht der das und dann kommt der dazu und beißt einfach. So, ne? Und jetzt könnte man ja überlegen, warum macht der denn das? Ja, dann hängt häufig so die Vermutung dran, ja, der will, keine Ahnung, provozieren oder irgendwie so. Und dann denke ich mir, ja, der will halt vielleicht einfach mal dazugehören. So. Mhm. Er oder sie will, kennt noch keine andere Strategie der Kontaktaufnahme, ja, dieses Dabeisein. Irgendwie da braucht es irgendwie Begleitung. Ne? Und da ist einfach Beißen, Kratzen, Hauen oder auch ein Bauwerk einreißen, eine wirksame Strategie, um erstmal reinzukommen in so eine Situation. Mhm. Und das ist ja auch das Schwierige daran, dass es für den Moment eine sehr wirksame Strategie ist. Und genauso wie zum Beispiel Beißen in der Bedrängnissituation in Abstand schafft, es funktioniert. Ja? Ich hatte vor dem Gespräch so die Überlegung, wieso ist das eigentlich so? Ich meine, das machen Tiere auch. Also mir fehlt jetzt sozusagen da so ein bisschen das Hintergrundwissen, aber es ist vielleicht irgendwas, was uns, ja, unser tierisches Erbe auch ist, dass wir so eine Strategie verfolgen. Ich weiß nicht, weißt du da mehr? Ja, also ich habe mir das, erkläre mir das ein Stück weit so, dass ja gewisse aggressive Reaktionsweisen angeboren sind, schon in uns drin liegen. Und zum Beispiel das Beißen und das Küssen ja zum Beispiel Dinge sind, die ganz nah beieinander sind, die orale Erfahrung ja auch in dem Alter noch eine ganz große Rolle spielt. Und ich auch das Gefühl habe, dass bei manchen Kindern einfach diese Kraftdosierung auch noch nicht ganz da ist. Ja. Und das liegt so nah und so eng beieinander, dass es also, glaube ich, manchmal sehr schwer für Kinder zu differenzieren ist. Und so kleine Kinder, wenn die küssen, dann machen die das ja noch. So, ja. Ne, so. Und sobald die Zähne dazu kommen, ist das aber nicht mehr unbedingt so schön, sag ich mal. Und ich glaube, das ist auch nochmal so dieses, dass das für Kinder sehr schwer ist, das zu differenzieren und auseinanderzuhalten. Was ist jetzt wirklich liebevoll gemeint? Was ist dann, was tut auch dem anderen weh? Mhm. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein ganz spannender Blickwinkel auch an dem Punkt. Du hast gerade eben auch das Wort Provokation schon mit reingebracht. Also da stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage ab, wann kann ein Kind eigentlich provozieren? Ja, das ist, finde ich, spannend, dass einem das immer wieder begegnet. Aber provozieren setzt ja voraus, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann. Was könnte den denn jetzt ärgern? Also ich müsste praktisch die Perspektive des anderen einnehmen, um einzuschätzen, wie wirkt sich mein Verhalten aus? Und das können wir bei einem Kind vielleicht ungefähr zum 4. Geburtstag hin erwarten, ne? Wenn das Gehirn dann diese Reifung auch vollzogen hat. Aber auf keinen Fall bei einem 2-jährigen Kind, in der Regel nicht bei einem 3-jährigen Kind, ne? Und oft auch noch nicht bei 5-jährigen Kindern. Also da muss man echt vorsichtig sein. Und ich komme in Fortbildung so an dieser Stelle oft auch an meine eigene Grenze. Was kann man da für eine Frage stellen,
um diese Schärfe zu nehmen, weil häufig reicht diese Information über die Entwicklung der Kinder den Fachkräften nicht aus, um von dieser Idee wegzukommen, das ist eine Provokation. Mhm. Und das finde ich spannend, also so als, ja, auch mhm. als für mich als Fortbildende mhm. Herausforderung. Ne? Mhm. Ja, aber gerade weil du dieses Mundmotorik ausprobieren, die Nähe zwischen Küssen, Beißen oder überhaupt zu probieren, wie ist denn das mit der Muskulatur? Das ist mir gerade spontan so dieses eingefallen, was vielleicht viele Frauen, die Kinder mal gestillt haben, kennen. Ja, das, ja, dieser Schmerz, wenn das Kind zubeißt. Interessanterweise berichten viele Fachkräfte eben gerade nicht von diesen Kindern, die beißen, weil es so ein Erkundungsverhalten mhm. ist, ein Ausprobieren von Materialien, Festigkeit, ja, oder vielleicht auch von Zahnungsvorgängen, mhm. wo man Schmerz hat und das wirklich Erlinderung verschafft, da zu beißen. Aber das darf man immer auch mit berücksichtigen als möglichen Grund. Ne? Und dieses Erkunden mit dem Mund, mit der Zunge ist ja am Anfang des Lebens vorherrschend und zieht sich ja noch lange nimmt man ja noch lange mit, das legt man ja nicht plötzlich ab, wenn Erwachsene denken, so, jetzt ist Schluss, jetzt kommt der Schnuller weg. Ne? Also so ist mhm. es. Ne? Und viele Kinder sieht man ja, die kauen an Kordeln oder an, keine Ahnung, was die da so finden, Lineale. Also wenn wir uns eine Schulklasse angucken, ich weiß nicht, wenn wir in die Federmäppchen reinschauen, wie viele Stifte angekaut sind. Ja? Also das ist ja irgendwie auch mhm. was Verwandtes, meiner mhm. Ansicht nach. Ne? Ja. Ja. Und das wiederum, das ist interessant, ja, warum kauen vielleicht Schulkinder dann an Stiften? Und da ist vielleicht dann auch wieder was Ähnliches, was wir mit den jungen Kindern auch sehen können, dass auch Stress abgebaut wird mhm. durch Beißen. Ne? Also es ist häufig so ein Signal, ich weiß nicht wohin mit der Anspannung, die ich gerade erlebe, vielleicht in dieser Mikrotransition, in diesem kleinen Übergang oder überhaupt diese ganze Tagesstruktur hier. Also das ist, ich komme hier an um 8, dann ist Frühstück, dann fange ich danach an zu spielen und ehe ich gerade schon angefangen habe zu spielen, dann heißt es schon wieder, jetzt ist der Kreis. Und also das sozusagen das, was Kinder in der Tagesstruktur an Begrenzung auch erleben, dass das häufig eine Menge Stress verursacht. Mhm. Ja, ich denke, das eine ist die Begrenzung, die sie erleben, aber ich glaube, manchmal ist es auch das Unüberschaubare, weil diese Situationen, die sind ja so gnadenlos komplex. Ja. Aus Kindersicht einfach. Also uns ist das völlig klar. Also wie ich dir gerade so zuhörte und du so sagtest, ja, und dann komme ich um 8 und dann dies und jenes und das. Ja. So strukturiert ist es für Kinder ja in dem Alter noch gar nicht, sondern ja, natürlich sind sie Ereignismenschen, wo Dinge so nacheinander stattfinden und trotzdem müssen sie ja erstmal, ich finde die Dorothee Gutknecht, die beschreibt das immer so toll, zu sagen, sie müssen ja erstmal ihre Drehbuchskripte dafür entwickeln. Ja. Genau. So. Und, das, was wir als Frühstück bezeichnen, was gehört denn jetzt alles dazu? Genau, ne? So. So, wir frühstücken jetzt, aber was heißt das für ein Kind? Ne? Oder wir gehen jetzt nach draußen, was gehörte alles dazu in diese detaillierten Reihenfolge letztendlich auch? Und das, denke ich, ist auch immer wieder spannend, dass es für Fachkräfte manchmal auch sehr schwierig nachvollziehbar ist, dass die Kinder immer wieder diese Komplexität in der Wiederholung brauchen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und erst wenn das richtig verinnerlicht ist, dass es dann erst möglich ist, davon abzuweichen. Ja, also, ja, genau. Ja. Und da, das ist doch interessant, dass uns da aufgrund genau unserer Erfahrung, wir haben diese Skripte und dass es uns dann oder Erwachsenen dann schwerfällt, die Perspektive des Kindes einzunehmen. Das ist doch spannend, oder? Also, dass wir eigentlich dazu in der Lage sind, aus irgendwelchen Gründen das aber trotzdem nicht tun können. Ne? Und dass das für ein Kind dann als Stress erlebt wird, ja,
Diesen nächsten Schritt können wir dann manchmal noch nicht gehen. Ne? Da also wirklich, ich glaube, es lohnt sich da wirklich mal gut hinzuschauen und dann halt auch zu gucken, ja, warum verhalten sich die Kinder tatsächlich so und wie viel hat es denn letztendlich vielleicht auch mit der Umgebung zu tun? Also, okay, ich versuche das jetzt mal gerade so zusammenzufassen. Also das heißt, es gibt tatsächlich einen ganzen bunten Strauß an Auslösern und Gründen, warum ein Kind letztendlich kratzt, beißt und haut. Da ist also zum einen natürlich die Abgrenzung, dieses ich will etwas nicht oder ich möchte etwas besonders haben. Es ist die Kontaktaufnahme. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf in diesem Zusammenhang. Also dann hatten wir jetzt noch tatsächlich nochmal das orale Bedürfnis, Erkundungsverhalten, was da mit reinspielt. Und dann nochmal die Unüberschaubarkeit und Komplexität von Situationen. Also das heißt ja, also Fachkräfte müssen sehr genau hinschauen. Und auch wenn es vielleicht für uns von außen erstmal grundlos erscheint, gibt es aber vielleicht ganz viele Gründe. Ja, da ist mir jetzt gerade noch so ein bisschen was nochmal aufgeploppt, was auch in dem Bereich Kontaktaufnahme mit reinzählt, aber auch noch in anderen Beispielen möglich ist, nämlich der Wunsch, Kausalität zu erleben. Ne? Ich kann etwas bewirken. Und da dürfen wir sozusagen nochmal die ganze Situation anschauen, nämlich nicht nur, was passiert bis zum Beißen, sondern auch, was passiert denn eigentlich danach? Also dieses Erleben von Kausalität kann sich sozusagen auch darauf erstrecken. Ne? Vielleicht ist es für mich besonders spannend, wenn jetzt auf einmal Fritzchen anfängt zu weinen, weil ich den gebissen habe. Oder es wird auf einmal so, dass jetzt die Erzieherin endlich mal Zeit für mich hat und sich mir widmet, das ist ja wunderbar. Also wenn ich beiße, dann ist das, also es klingt jetzt wie so eine berechnendes Vorgehen, das meine ich natürlich nicht, sondern im Sinne von, ach, dieses Gefühl, dieses Erleben von, wenn ich dieses tue, dann passiert jenes. Das steht da im Vordergrund. Jetzt, da passiert jetzt ganz viel, ist ja interessant, jetzt fangen alle an rumzulaufen. Oder aber wenn ich bin jetzt gerade gestresst, mir ist ja alles zu viel und dann passiert es, dass ich beiße als Kind und dann kommt die Erzieherin und setzt mich zum Beispiel abseits, ja, wo wir ja eigentlich sagen, dass das keine hilfreiche Strategie ist und in diesem konkreten Fall ist es sogar so, dass diese Strategie kontraproduktiv ist, wenn nämlich genau das Bedürfnis nach Ruhe, nach Abgeschiedenheit der Grund ist dafür, dass ich beiße, dann habe ich quasi mit dem Beißen genau das erreicht, nämlich ich werde jetzt hier in einen ruhigeren Bereich gesetzt und kann jetzt endlich mal durch. Ja, also das darf man dabei echt auch nochmal berücksichtigen. Deswegen lohnt sich das Hinschauen in einem größeren Kontext. Ne? Ja. Wer ist dabei, was ist vorher passiert und was passiert vor allen Dingen auch währenddessen und danach. Ja, genau. Also das finde ich auch nochmal, danke, dass du das so ansprichst, weil das finde ich auch etwas, was, glaube ich, oftmals übersehen wird, dass diese vermeintliche, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, Strafe, die dann stattfindet, aber eigentlich das ist, was das Kind braucht. Ja. Und dadurch pädagogische Fachkräfte sich immer wieder wundern, dass das Kind das Verhalten nicht aufhört. Ja. Aber letztendlich bewirkt es ja genau das, was es in dem Moment braucht. Also ich kann mich da auch noch gut an meine Zeit als Kita-Leitung erinnern. Wir hatten also immer so eine Handvoll an Kindern, die haben das dann genossen, zu mir ins Büro verbannt zu werden. Ja. Und
Das haben wir auch irgendwann erstmal kapieren müssen, dann zu sagen, Moment mal, können wir nicht einfach auch vorher dem Kind das schon anbieten? Ja. Wenn wir merken, das gerät jetzt unter Stress, dann auch zu sagen, du, wenn du möchtest, kannst du gerne zu Anja ins Büro gehen. Ne? Also so diesen Schritt überhaupt zu erkennen, ja, um dann halt dem Kind die Möglichkeit zu geben, wir haben verstanden, du brauchst jetzt einfach deine Auszeit, ja, deine Ruhe. Ja. Und die ist wichtig und die ermöglichen wir dir gerne. Ja. Und ja, deswegen musst du aber jetzt nicht zwangsläufig kratzen, beißen oder hauen. Ne? Genau. Also, genau. Das Spannende ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal gucken, wir reden über kratzen, beißen, hauen. Ich glaube, du kannst es bestätigen, erfahrungsgemäß kommen wir aber immer wieder mehr auf das Beißen tatsächlich. Ja. Und ich finde das immer wieder so spannend, darüber auch nochmal so nachzudenken, warum ist das eigentlich so, dass das gerade das Beißen so ja, offensichtlich als auffällig eingestuft wird. Ja. Ein Grund ist sicher der, welche Spuren hinterlässt es. Ne? Also eine meiner Töchter war in einer Kindergartengruppe, sie selbst hat gebissen und es waren noch zwei weitere Kinder zu der Zeit, die auch gebissen haben. Und da sind wirklich mehrere Tage, ich sage jetzt mal Tage, ich will nicht Wochen sagen, das fühlt sich gleich für mich auch schon so beängstigend an. Ne? Und da habe ich das ja einfach ganz häufig gesehen. Hier, wie sieht denn das aus, wenn ich hier so eine Bissabdrücke habe? Ja, oder auch an den Armen. Also wir sehen ja da teilweise Verwundungen. Ja, also wenn es nur oberflächlich ist, aber manchmal auch mit, dass es halt ein bisschen blutig auch wird. Zum Glück habe ich da jetzt persönlich keine schlimmen Erfahrungen gemacht, aber es ist einfach das, was sozusagen in der Folge zu sehen ist, was sehr verwundet. Und, oder beziehungsweise die Wunde ist einfach lange zu sehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Kontakt mit Eltern, wenn ich denen am Nachmittag erzähle, ihr Kind ist gehauen worden oder geschubst worden, dann ist das was Rationales irgendwie. Das hört man vielleicht auch nicht gern und man fragt vielleicht auch nach, aber man ist nicht unmittelbar als Eltern konfrontiert mit der Verwundung. Ja, aber wenn das Kind gebissen wurde, dann sehe ich das in dem Moment und das ist quasi wie, als wäre es gerade erst passiert. So, dass das uns viel näher erreicht. So. Mhm. Ja. Und ich glaube, das wird dann so sichtbar, einerseits auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte, ich habe das Kind nicht schützen können. Mhm. Und ich glaube, das ist das Gleiche bei den Eltern, die das Gefühl haben, mein Kind ist dem hier auch ein Stück weit ausgeliefert. Ja. Und das ist ein großes Dilemma an der Stelle. So. Ja. Mhm. Die Ängste auf allen Seiten. Ne? Mhm. Und ist ja auch noch, dass die Kinder ab einem gewissen Alter ja auch dann noch Tage später sagen können, ja, hier, was weiß ich, Fritzchen bissen, ne? Fritzchen bissen. Also auch die Kinder werden ja immer wieder daran erinnert. Und da merkt man im Gespräch, oh ja, Eltern oder auch die Erzieher da durchaus wieder anknüpfen an diese Erfahrung. Mhm. Ja, das ist passiert und naja, wieder auf im Gesicht und in der Stimme möglicherweise auch. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich da, das war echt eine schwierige Phase, hochemotional auch im Kontakt miteinander. Ne? Mhm. Also, das ist es, glaube ich, was auch die ganze Zeit so schwer macht. Mhm. Ja, ich hatte jetzt vor kurzem tatsächlich eine Teilnehmerin auch da mit im Seminar, die sagte, mein Sohn hat gebissen. Mhm. Und das war für mich dann auch nochmal so besonders schwierig, weil ich auch gemerkt habe, wie mich Eltern abgestempelt haben, als sie hat ihr Kind nicht im Griff. Ja, ja. Na, und ich glaube, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, so diese verschiedenen Seiten zu sehen. So einmal die Eltern von den Kindern, die vielleicht dann auch gekratzt oder gebissen werden, die sich Sorgen machen, geht es meinem Kind hier gut, ist das hier gut geschützt, sich vielleicht auch selber Vorwürfe machen,
Ich konnte mein Kind jetzt auch nicht schützen, weil ich nicht da war. Also ich denke, das spielt ja manchmal auch noch so mit. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so in Seminaren oder auch in der Praxis so mitbekommst, dass wenn das mehrfach passiert, dass manche Eltern sich auch darum Sorgen machen, dass ihr Kind dadurch in so eine Opferrolle hineinkommt. Du meinst, wenn sie jetzt mehrmals Mehrmals gebissen gebissen werden. wurden? Ja, Ja, genau. ja. Ja, das ist das, die Wortwahl ist schnell im Raum, wenn dieses Thema aufkommt, ne? Opfer und Täter. So. Und ich versuch das zu vermeiden im Seminar. Es gibt dann mal so eine Gänsefüßchen, dass wir das mal sagen, weil natürlich die Formulierung, das Kind, das gebissen wurde und das Kind, das gebissen hat, ist ja ungleich umständlicher. Aber so ein Titel drüber, ja, Opfer und Täter, macht ja was auch mit meiner inneren Haltung dem Kind Definitiv. gegenüber. Ne? Und das ist ja, wenn Kinder wiederholt beißen oder gebissen werden, ist das ja auch für pädagogische Fachkräfte emotional total angespannt. Ne? Und ich will jetzt, oh, das Kind ist wieder, oh, das ist ja eine richtige Erholung, wenn das Kind mal ein paar Tage nicht da ist. Ja? Also ganz große Erleichterung dann, oh, jetzt ist der mal wieder weg. Oder dass dann halt auch vielleicht so ein Vermeiden entsteht, weil man sich so stark belastet fühlt und sich scheut, diese Situation so auch wieder aufzugreifen oder im Gespräch aufzugreifen oder eben sich darum kümmern zu müssen. So ein, glaube ich, so ein Empfinden von Fremdbestimmung tritt da, glaube ich, auch manchmal bei Fachkräften so auf. Ja. Also ich versuche eigentlich dahin, die Teilnehmenden in Seminaren zu begleiten, dass sie von diesem Täter und Opfer wegkommen. Ja, Ne? auf jeden Fall, weil Ich das versuche das direkt so einen zu. Tatbestand aufmacht, den ich auch ganz, ganz gefährlich finde in dem Zusammenhang. Genau, Und ich finde, das kommt ja auch dem Bedürfnis des Kindes nicht entgegen. Also so, weil es dann abgestempelt wird, dann sind wir genau in dieser Stigmatisierungsfalle, wie ich sie ganz gerne nenne. Und ich denke, dann kommt das Kind ja auch oft aus der Rolle nicht mehr raus. Und wir wissen, gerade bei jüngeren Kindern, ich sage immer so ein bisschen, sie sind Erwartungserfüller. Und letztendlich steht dann ja damit die Erwartung im Raum, das ist sowieso unser Beißer. So. Und ein Kind, was das schon spürt, wird das auch weiter tun, weil es gar keine andere Wahl hat, das zu tun. Und dann sind wir ja in dieser Teufelsspirale drin, weil ich dann ja auch immer wieder die Bestätigung kriege. Siehst du, habe ich doch gesagt, ne? Genau. Ja, und dann geht auch die Aufmerksamkeit halt nur noch auf diese Dinge, ne? Und nicht auch darauf, was das Kind außerdem, dass es beißt, außerdem noch hat, ne? Genau. Ja, nein, und deswegen ist es einfach so wichtig, genau das als Konflikt zu begreifen, der da vorliegt, und zu sagen, das Kind hatte einen guten Grund oder hatte ein wichtiges Bedürfnis, aus dem heraus es zu diesem Verhalten gekommen ist. Und unsere Aufgabe ist es zu gucken, was ist denn der gute Grund? Ne? Was ist der gute Grund? Und was konnte das Kind nicht auf andere Weise sagen oder zeigen? Und wie können wir ein Kind dabei begleiten, diese Dinge auf andere Weise zu sagen oder zu zeigen? Ne? Und schon ist man total raus aus dieser Täter-Opfer-Nummer. Ne? Und das Gleiche gilt für das Kind, was gebissen wurde. Ja? Weil für dieses Kind, auch dieses Kind braucht ja unsere Unterstützung dahingehend, zum Beispiel eine Grenze zu markieren oder eben zu sagen, das will ich nicht. Oder vielleicht ja, mit zunehmendem Alter zu erkennen, oh, das ist jetzt vielleicht eine brenzliche Situation, da könnte ich die Hilfe gebrauchen. Ne? Und dann sage ich, Genau. Erzieherin, lieber Erzieher, hilf mir mal. Ja, und die Kinder dann sozusagen zu befähigen, Stück für Stück andere Strategien auch entwickeln. Und solange sie das noch nicht können, sie eben dabei zu begleiten, indem ich beschreibe, benenne,
Situationen, Gefühle, ne? Also diese und auch vor allen Dingen auch so ein Stück weit, ich sage jetzt mal gerne vorhersehen, aber das klingt dann wie eine Zauberkraft, aber im Grunde ist es doch so, wenn wir uns intensiver mit diesen Situationen befassen und genau hingucken, wann ist denn das aufgetreten? Wer war denn da beteiligt? Wie waren denn die Umstände? Dann kann ich ja daraus eine Idee entwickeln. Ja, welches sind potenzielle Gefahrensituationen? Wo könnte denn sowas eventuell wieder auftreten? Und die dann eben ja, zu beseitigen, abzumildern, neu zu gestalten. Ne? Wenn wir jetzt mal an diese Badezimmersituationen denken, an die ich eingangs beschrieben habe, zu sagen, okay, wie können zwei Fachkräfte diesen Übergang so gestalten, dass eben nicht 10 Kinder da im Türrahmen stehen, sondern wir erstmal mit 2 oder 3 Kindern oder für meinetwegen auch mit 5 Kindern da reingehen oder dass wir eben nicht diese 5 Kinder in der Situation Türrahmen warten lassen, sondern dass wir sagen, ja, die dürfen einfach, die haben die Möglichkeit, wirklich auch schon den Raum zu betreten. Da ist jetzt keine Gefahr, das können wir den Kindern auch durchaus zutrauen. Also da quasi dann so ein bisschen für die Situation begleitend gestalten, sondern dann auch vorbeugend gestalten. Ja. Und die andere Situation, die du gerade eben so benannt hast, wo das auf dem Spielteppich oder in der Bauecke beispielsweise passiert, dann halt auch zu gucken, okay, wenn ich herausfinde, dass das Kind ja letztendlich Kontakt haben möchte, zu schauen, wie kann ich durch ein begleitendes Spiel ihm auch alternative Angebote ermöglichen, dann auch in das Spiel mit den anderen zu kommen, und zwar bevor es passiert, durch das berühmte angeleitete Kleingruppenspiel miteinander in Situationen gehen. Ich glaube, dass das da das ist so auch das, was dann so langfristig halt stattfinden kann. Was würdest du tun, wenn jetzt angenommen, es kommt trotzdem bei aller, ne, ich habe versucht, vorausschauend zu gucken, es passiert halt trotzdem. So, was wäre da so dein, ich mache jetzt mal Anführungsstrichen, Patentrezept? Und da kann ich gleich auch mit Anführungsstrichen dann weitermachen. Was ich den Teilnehmenden in Seminaren immer sage, ist Ruhe bewahren. Ja, und das ist, glaube ich, das Schwerste im Ganzen. Ja, Ruhe bewahren. Ich versuche zu vermitteln, die Kinder müssen das Gefühl bekommen, ihr habt die Sache im Griff. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr kennt die nächsten Schritte. Ihr könnt für Beruhigung sorgen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, selber Ruhe zu bewahren. Vielleicht nochmal auszuatmen. Wir reden ja nicht über eine halbe Stunde, die das passiert, sondern wirklich einen kurzen Moment, aber so, dass ich in ein bewusstes Handeln komme. Ne? So, ja, und dann ist im Prinzip das große Thema, wieder eine Beruhigung ermöglichen. Ne? Vielleicht muss eine Wunde versorgt werden, ne? Das kann sein. Da könnte man sagen, oh, das tut dir weh, das müssen wir jetzt mal kühlen, ne? Gehen wir kühlen, da muss man gucken, wie emotional ist das gerade alles und wie viele Fachkräfte stehen zur Verfügung. Ja, also idealerweise habe ich eine Kollegin dabei, manchmal ist das aber nicht so, aus Gründen, naja, die wir hier an der Stelle nicht klären können. Und das heißt, manchmal kann es zum Beispiel dann möglich sein, das Kind, was Gewissen hat, auch mit einzubeziehen in diesen Prozess, das gekühlt wird beispielsweise. Ne? Ich denke, da ist immer so ein bisschen, du sagtest gerade eben, das ist sicherlich auch situationsabhängig, weil möglicherweise das dann ja wieder eine Aufmerksamkeit oder Zuwendung ist, die dann auch je nachdem genau das Gegenteil bewirken kann. Ich glaube, das ist tatsächlich immer so ein Stück Gratwanderung. Ich glaube, dass eine wichtige Botschaft erstmal an das Kind, was gebissen hat, ist, stopp, das tut dem anderen weh. Also ich glaube, das ist tatsächlich erstmal so das Wichtige, um halt irgendwann in diesen ja anfangs beschriebenen Perspektivwechsel auch überhaupt reinkommen zu können.
Genau. Und dann halt zu sehen, natürlich, ein Kind, was von sich aus dann Taschentücher holt oder ein Kühli holt und so, das würde ich niemals abhalten. Also da bin ich Ja. ganz bei dir. Ja. Ich würde es aber, glaube ich, tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber nicht auffordern, das zu tun, Ja, weil. ja. Ja, also es ist total, deswegen hier diese Bewegung, ne? Also ein Abwägen des Gesamten. Ich bin grundsätzlich dafür, wenn Kinder anderen Kindern wehtun oder auf irgendeine Weise Schaden verursachen, was kaputt geht und auch so, ne? Dass wir damit arbeiten, Wiedergutmachung zu leisten. So, und da würde zum Beispiel dieses Kühlen, wenn ich jemand anderen wehgetan habe, mit dazu gehören. So. Das ist die eine Seite. Und ich denke, das kann auch gut ein Kind, also wenn es von sich selbst aus auf jeden Fall das zeigt, auf jeden Fall das unterstützen. Ich würde es nicht drängen dazu. Es wäre sowas wie eine Einladung, das können wir jetzt tun. Und gleichzeitig, genau was du gerade gesagt hast, es darf nicht das einzige, die einzige, wenn es die einzige Situation ist, in der das Kind es erlebt, dass es Aufmerksamkeit erhält, dass es etwas bewirken kann, dann ist es kontraproduktiv. Ja, ist total. Also das ist eine sehr komplexe Situation. Ja. Mir ging es um den Punkt, deshalb ist das wahrscheinlich so eine Idee, die auch da ist. Neben dem Stoppen des Verhaltens oder sozusagen Stopp, das tut weh, oder halt Abstand, lass los, was man da eben kindgerecht formulieren kann. Es ist ja dann auch wichtig, einerseits dem Kind, was gebissen wurde, eben Trost zu spenden, zu kühlen, dafür zu sorgen, dass das Kind wieder ja, in den ausgeglicheneren Zustand kommt. So, ne? Oder erstmal diesen unausgeglichenen Zustand erstmal anzunehmen. Und für das andere Kind, was in der Regel das, was gebissen hat, was ja eigentlich auch oft in so einer emotionalen Ausnahmesituation dann ist, braucht es aber auch noch jemanden, sozusagen idealerweise noch jemanden, der das Kind irgendwie begleitet. Und manchmal ist das irgendwie nicht machbar, wenn ich nur alleine da bin. Und dann kann es ein Weg sein, zu sagen, das Kind eben damit einzubeziehen. Ja, und gleichzeitig muss man gucken, was bewirkt es noch. Ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann Genau. eben diese, neben der medizinischen ersten Hilfe, eben dann diese emotionale erste Hilfe, pädagogische erste Hilfe, nämlich das gerne zu leisten. Und mit wenigen Worten, altersentsprechenden Worten zu erklären, was ist da passiert. Ne? Das tut weh, ja, das schmerzt jetzt. Oder bist du jetzt echt traurig oder oh, du warst jetzt so, hast dich so geärgert. Du wusstest dir nicht anders zu helfen. Ja, Ja, solche genau. Worte, die zeigen, also dass beide Kinder in der Not sind oder waren. Also das ist einfach wichtig in der Situation. Beide Kinder. Genau, dass das Verhalten dann einfach nicht abgewertet wird, sondern letztendlich diesen beschreibenden Charakter, Ja. der echt übungsbedürftig ist, weil das ist ja das Spannende immer wieder. Das macht ja auch ganz viel mit uns in dem Moment, wo wir das Ja. beobachten. Ich glaube, das ist tatsächlich immer das Schwierigste. Und deswegen finde ich so toll, dass du sagst, erstmal Ruhe bewahren. Ne, so dieses, ich habe jetzt gerade alle Zeit der Welt. Ja. Ich tue mal so, als hätte ich alle Zeit der Welt. Genau. Also das, ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ja. Und dann auch, glaube ich, im Nachhinein gut zu reflektieren, was war das jetzt eigentlich, was mich so emotional Ja. aufgewühlt hat an der Stelle. Das werde ich nicht in dieser Situation tun können, Ja. weil dann so viel gleichzeitig anderes gefragt ist tatsächlich. Aber dann nochmal gut hinzugucken und zu schauen, was ist das eigentlich, was da bei mir innen drin gerade passiert und warum ich vielleicht auch auf das eine und das andere stärker reagiere. Ja. Weil wir bringen ja nun mal unsere eigene Sozialisierung auch immer wunderbar im Rucksack mit. Und natürlich Genau. springt das in dem Moment nach vorne. Also, das ist.
Ja, was würdest du gerne so in abschließend in Zusammenfassung den pädagogischen Fachkräften nochmal mit auf den Weg geben wollen? Und vielleicht hast du ja auch noch eine ergänzende Ja, stimmt. Und Literaturempfehlung. genau auf diese Frage, die habe ich mal vorweggenommen. Da dachte ich, oh, die Frage, die könnte doch kommen. Was wäre denn das, was ich dann sagen würde? Und da möchte ich gleich als erstes direkt daran anknüpfen, wie geht es mir eigentlich als Fachkraft, ne? Und dass ich das aber an der Stelle so deutlich bemerkbar macht, wie wichtig das ist, dass Fachkräfte gut für sich sorgen. Ja, dass sie selber in einem guten Zustand sind. Und dann möchte ich echt euch zurufen, liebe Fachkräfte, schaut im Allgemeinen und auch insbesondere im Laufe des Kita-Alltags, wie könnt ihr den so gestalten, dass es euch auch gut geht? Denn nur wenn es den Fachkräften gut geht, kann es auch den Kindern gut gehen. Ja, so ist meine innere Überzeugung. Das wäre so ein Punkt. Der zweite Punkt, und der ist tatsächlich jetzt nochmal auch ein bisschen vielleicht nochmal was neuer Gedanke noch dazu, sich, wenn Fachkräfte merken, jetzt ist es gerade ein Thema, hier in der Gruppe treten vermehrt Konflikte auf, es wird vermehrt gebissen oder so ähnlich, dass sie sich auch die Erlaubnis geben zu sagen, jetzt ist gerade das Thema Konflikte lösen dran. Das sozial-emotionale Miteinander. Und dann ist es vielleicht heute jetzt nicht so wichtig, das Geschenk zum Muttertag zu basteln oder die Sportstunde zu gestalten oder was Neues, was auch immer, unbedingt da durchzuführen, was ich mir so schön überlegt habe als Fachkraft, sondern dann sich die Erlaubnis zu geben und zu sagen, nein, das ist gut, das kann aber warten, weil das ist jetzt einfach nicht dran. Es steckt so viel in diesen kleinen Situationen, Mahlzeiten, Pflege, Garderobe. Also da steckt so viel Bildung drin und da sind die Fachkräfte gute Fachkräfte, wenn sie sich darauf konzentrieren und darauf konzentrieren, die Konfliktsituationen gut zu begleiten, mitzuspielen, um das auch zu erkennen. Ja, diese Dinge, genau. Ja, und dann immer wieder die Erinnerung, kein Kind macht es mit Absicht oder aus bösem, aus einer Boshaftigkeit heraus, sondern die Kinder, die das tun, wissen sich in dem Moment nicht anders zu helfen. Und das, da lade ich mal, also so eine Überlegung, kann man sich das vielleicht auf einem Plakat schreiben und in den Raum hängen? Also um sich selbst auch daran immer wieder so zu erinnern. Das wäre mir so wirklich auch so ein Herzensanliegen. Ja. 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 Hast du eventuell noch ein Buch, was du empfehlen würdest? Ein Buch, naja, hier von Frau Gutknecht, das Buch. Das ist so das Buch, mit dem ich total gerne arbeite, weil es aus meiner Sicht alles enthält, zu diesem Thema zu beleuchten ist. Ne? Welche Ursachen, was können wir tun? Was hat es vielleicht auch noch mit Temperament des Kindes zu tun? Dann die Frage, wie können wir mit Eltern im Gespräch sein? Also das ist aus meiner Sicht alles drin, was zu diesem Thema es zu sagen gibt. Ja, das empfehle ich gerne. Ist auch bei mir in jeder Fortbildung mit dabei, wenn kleine Kinder dabei sind. Ja, irgendwie sowas, ne? Du guckst jetzt gerade noch mal nach. Ja. Wenn kleine Kinder beißen, achtsame und konkrete Handlungsmöglichkeiten. Das Genau. zeige ich jetzt hier einmal. Genau, du darfst das gerne zeigen und ich werde es auch mit drunter schreiben als Ja. Quelle, Ja. weil ja, das ist auch eins der Standardwerke, die ich Na? gerne verwende dazu. Ja. Ja, liebe Sabrina, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch, für diesen tollen Austausch mit dir. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen Ja, hast. sehr gerne. Sehr gerne, Anna.